Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist Management Buyout. Was ist das eigentlich und worin liegen die Stärken und die Schwächen? Das bespreche ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Schön, dass wir mal wieder sprechen können. Du hast ja gerade von Management Buyout gesprochen, also ein englischer Begriff. Gibt es da kein deutsches Wort für? Du kannst das übersetzen von mir aus, aber es gibt kein wirkliches deutsches Wort. Es heißt Verkauf der Firma an einen Angestellten, meistens natürlich leitende Angestellte. Okay, alles klar. Und wie genau läuft denn das ab? Ich muss ja erstmal überhaupt wissen, wenn ich mein Unternehmen verkaufen möchte, wem ich das dann in die Hände gebe, weil es ist ja mein Baby, ich habe es ja aufgebaut mit meiner Arbeit, mit meinen eigenen Händen und der oder die soll das ja dann in meinem Sinne hoffentlich weiterführen. Also wie kriege ich das überhaupt raus? Ja, also wie du das rauskriegst, ist natürlich erstmal dein Bauchgefühl. Das Zweite, wenn du sicher gehen möchtest, solltest du dir eine Personalberatung holen, die dann erstmal guckt, ob du es mit dem Arbeitnehmertyp oder Unternehmertyp zu tun hast. Ah, okay. Weil die Tatsache, dass der mal leitender Angestellter war, heißt noch lange nicht, dass er Unternehmertyp ist. Okay, du hast ja auch von Stärken und Schwächen gesprochen, das wäre dann wahrscheinlich genau das Thema. Mhm. Also die Stärke wäre, jemanden zu finden, mit dem ich schon jahrelang zusammenarbeite in der Firma und der das dann auch genau unternehmerisch in meinem Sinne weiterführt. Ja. Die Schwäche wäre wahrscheinlich, jemanden zu wählen, wo ich denke, der ist seit Jahren leitender Angestellter, der ist aber irgendwie unter meinem Radar geflogen und der ist eben alles andere, aber kein Unternehmer. Genau, das ist eine ganz große Schwäche. Also ich habe selber mal so einen Fall betreut. Es war eine Person, die hatte ein Unternehmen 4 Jahre vorher übertragen bekommen, wo sie vorher 25 Jahre leitende Angestellte war. Das war ein Unternehmen, Traditionsunternehmen mit über 60-jährigem Bestand. Okay. Diese Person hat ein total gesundes Unternehmen mit wunderbaren Eigenkapitalausstattung und Immobilien, allem Pipapo, geschafft, innerhalb von 4 Jahren insolvent zu machen. Okay. Gibt es denn eine Möglichkeit oder eine Strategie, wie ich einen guten leitenden Angestellten herausfinde? Also gibt es da Hilfsmittel? Ich persönlich kenne keine, weil ich bin kein Psychologe, nichts. Deswegen gibt es diese Personalberatungen, die das für dich herausfinden, weil das sind psychologische Tests, die du dort durchlaufen. Wie die genau aussehen, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, das ist heutzutage sehr, sehr empfehlenswert, weil ich umgekehrt zu viele Sachen schon erlebt habe, wo etwas angefangen wurde und das ist nach einem Jahr zerbrochen oder nach 5 Jahren ist die Firma insolvent gegangen etc. pp. Ja. Also man muss einfach nicht nur auf sein Bauchgefühl hoffen und war immer ein guter leitender Angestellter. Ja, er kann Leute führen, aber es ist immer eine Person, der war Gehaltsempfänger. Ja, okay. Der hatte nie mit Verträgen, mit Kunden zu tun, mit Forderungsmanagement, mit Rechtsanwälten, mit Gerichtsterminen, bla bla bla. Da hängt so viel dran. Ja. Man muss erstmal herausfinden, hat er dafür, man sagt ja so schön, hat er den Arsch in der Hose. Okay, wenn ich das rausgefunden habe, kommt ja noch ein neues Problem hinzu. Denn mein leitender Angestellter, ich verkaufe ihm jetzt mein Unternehmen, der ist ja auf einmal Chef. Ja, der ist auf einmal Chef. Also jetzt nicht zu dir, wenn du der Verkäufer wärst, du bleibst für ihn eigentlich immer der Chef oder wenigstens der Mentor. Da musst du dir keine Sorgen machen. Okay. Für die Kollegen ist das natürlich so. Das ist natürlich innerbetrieblich tatsächlich so ein Sozialproblem. Ja. Ne? Mein Kollege, gestern war ich noch mit ihm Bierchen trinken, heute kann er mir sagen, was ich verdiene, wie ich mich zu verhalten habe, stellt die Regeln auf. Das muss auch trainiert werden. Also diese Erwerber, diese Leute, die leitenden Angestellten, die das kaufen, die brauchen auf jeden Fall ein Coaching. Ja, ja. Anderes Problem, was ich mir vorstellen könnte, ist ja, wenn ich jetzt die Firma aufgebaut habe, jahrelang da wirklich gebuckelt ohne Ende, jetzt verkaufe ich sie. Ich muss ja auch als verkaufender Chef, ehemaliger Chef, auch loslassen können. Weil wenn ich jetzt meinem leitenden Angestellten sage, du hast es jetzt gekauft, mach es bitte, dann kann ich ja nicht zu ihm sagen, mach es doch so, so, so. Ja. Ich muss ja dann irgendwie auch ein bisschen zur Seite treten, oder? Absolut, Jörg, ein ganz wichtiges Thema. Das haben wir übrigens überall, also nicht nur beim Management Buyout. Das haben wir auch, wenn Familienbetriebe übergeben werden an ihre Kinder. Die alten Herrschaften oder der alte Eigentümer, die müssen loslassen. Die müssen einfach auch akzeptieren, dass da sind jüngere Leute, die gehen neue Wege. Was hier eine gute Maßnahme ist, dass man mit diesem Management Buyout nicht erst anfängt, wenn man selber 60 oder 70 Jahre alt ist. Okay. Man muss dem Ganzen erstens noch eine erste, zweite, dritte Chance geben, dass es also nicht nur bei einem bleibt, dem man das überträgt, sondern dass da noch ein zweiter ist, dass es dort auch Exit-Möglichkeiten gibt.
Ja, und eben genau das. Man muss selber auch noch dynamisch und flexibel genug sein. Und je älter man wird, je unflexibler wird man. Mhm. Es ist ja nachher auch, wenn man 70 oder 60 ist, es ist die Rente, es ist der letzte Weg. Es muss so sein, je früher abzugeben, desto besser für dich und auch für dein Gegenüber. Und dass du dann einfach siehst, okay, der ist jung, der macht da was, das lässt du mal gewähren, das geht in die Hose, dann machst du noch eine zweite Chance. Ja. Weißt du, du bist insgesamt cooler. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Okay. Empfiehlt es sich manchmal vielleicht sogar nicht an den leitenden Angestellten zu verkaufen, sondern dann doch an Externe, an einen Dritten, weil sich der leitende Angestellte vielleicht nicht als die richtige Lösung entpuppt? Genau das. Also wenn du, man sollte auf jeden Fall bei so einem Verkauf immer Exit-Möglichkeiten übrig lassen. Und zwar sollte die nicht, wo nicht beiden irgendwas steuerlich oder wirtschaftlich um die Ohren fliegt. Ne? Weil das ist genau der Fall. Man findet das dann eigentlich erst heraus, wenn man den ins kalte Wasser springen lässt, nie vorher. Also du kannst noch so viel Theorie den reinbimsen oder irgendwie so einen Probelauf machen, Generalprobe. Wenn du im Hintergrund immer noch als leitender Unternehmer bist, das ist was anderes, als wenn er das ist. Und das musst du dann einfach auch mal ein, zwei Jahre gewähren lassen und wirst sehr häufig den Fall haben, dass du dann zu der Erkenntnis kommst, ist doch nicht die richtige Wahl gewesen. Jetzt haben wir alles besprochen, jetzt entschließe ich mich tatsächlich dazu, okay, ich will es verkaufen an meine leitenden Angestellten. Wie genau läuft es ab? Ja, also natürlich, du hast vorher herausgefunden über eine Personalberatung, wer von deinen leitenden Angestellten ist ein Unternehmertyp für dich, den entscheidest du dich, mit dem musst du natürlich reden. Gibt ja auch vieles, wenn er dein Chef ist, mit den Kollegen, Coaching etc. So, und dann kommt natürlich das Ganze, es geht um Geld. Ja. Du musst das Unternehmen natürlich bewerten. Ich meine, wir haben da 20, 30 Verfahren. Da muss man also erstmal gucken, worauf einigt man sich, dann wird man das Unternehmen bewerten, dann muss man sich natürlich auch abstimmen, zu was ist eigentlich der Erwerber bereit. Dann muss man auch gucken, willst du es eigentlich ihm ein bisschen vergünstigt überlassen? Darf man nicht vergessen, das sind natürlich Sachbezüge, die sind steuerpflichtig, also muss man da auch noch gestalten, möglicherweise, und das bietet sich natürlich auch bei Exit-Möglichkeiten an, die man ja auf jeden Fall haben sollte, dass man so mit Optionsmodellen arbeiten, also wir machen heute einen Tag X mit dem und dem Wert und in 3 Jahren kannst du so und so viel umwandeln von bisher noch nicht erhaltenen Gehaltsbestandteilen in Gesellschaftsanteile oder 5 Jahre, 10 Jahre. Genau das muss alles besprochen werden. Ist ein langer Prozess, kannst du nicht alleine machen. Brauchst du auf jeden Fall auf der einen Seite Psychologen an der Seite, die zum Beispiel von der Personalberatung sich den leitenden Angestellten angucken. Du selber solltest dir aber auch ein Coaching holen. Ja. Ja, und dann brauchst du eben auch noch jemanden, der dein Unternehmen bewertet und der muss sich eben auch gut auskennen. Wie wird denn ein Unternehmen beim Management Buyout bewertet? Dafür gibt es sogar ein eigenes Bewertungsverfahren. Ja, und Gott sei Dank kenne ich jemanden, der sich damit gut auskennt, mit Management Buyout, nämlich du. Ja, wie Sie im Dialog mit Jörg gehört haben, es ist gar nicht so einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Haben Sie es einerseits mit dem Typen zu tun, der das Auto selber fährt oder der sich chauffieren lässt? Und eine andere Frage ist, kann er Vorgesetzter von den bisherigen Kollegen werden? Sehr viele kritische Fragen sind hier zu beantworten. Und da hilft nicht nur alleine Ihr Bauchgefühl, sondern Sie brauchen auf jeden Fall auf ganz vielen Gebieten professionelle Beratung. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.